Gute meine Freunde und willkommen zu Pulsar, The Lost Colony. Das ist meine glorreiche Crew, der Don und der Wusa. Wir sind leider nur zu dritt gerade in unserem wunderschönen Raumschiff, das wir gemeinsam fliegen werden. Ja, also wir haben hier eine Weltraumsimulation, in der wir gemeinsam ein Raumschiff steuern, das eine, ja, doch recht umfangreiche Größe hat. Und das ist unsere Brücke. Es gibt noch andere Räume, die werden wir nachher sehen, wo wir auch Konsolen bedienen können. Wir sind alle noch ein bisschen unerfahren in dem Spiel, aber wir haben es schon ein paar Stunden gespielt. Das heißt, wir werden hoffentlich nicht gleich in den ersten Sekunden sterben, was durchaus doch möglich wäre. Ja, und dann werden wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend schippern, euch das Spiel zeigen. Viele werden es vielleicht auch schon kennen. Ja, und Spaß haben zusammen. Da das ein Multiplayer-Projekt ist, weiß ich nicht, wie regelmäßig das Ganze kommt. Also wir versuchen natürlich dann in längeren Sessions möglichst viel aufzunehmen. Aber natürlich hat man auch irgendwo so ein Leben, zumindest Don und Wusa, ich ja eher nicht. Und deswegen sind Aufnahmen nicht immer gewährleistet, aber ich hoffe, dass wir es einigermaßen hinbekommen, das Ganze auch dann irgendwann zu einem Abschluss zu führen. So, genug gelabert, wir schauen uns kurz das Schiff an. Man möge mir folgen. Nee, ich glaube, Moment. Hinterher. Hier. Hier ist der wichtigste Teil, hier ist die Midibar. Und schon ist der irgendwie weg. Ich hab mich jetzt schon verlaufen. Der ist am Saufen. Ich gehe jetzt in die Kapitänskajüte. Ja, also das ist unser Schiff hier. Hier sieht man noch mal ein paar wichtige Schiffsanzeigen. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen was zu erklären. Und ja, das hier ist eigentlich alles nur Deko, oder? Nee, das hat gar keine Funktion, ne? Jedenfalls noch nicht. Es sieht schön aus, das reicht. Ja, ein bisschen was fürs Ambiente finde ich auch immer wichtig. Aber hey, du kannst hier saufen und direkt an die Turret gehen. Ist ja geil. Ja, natürlich. Saufen und schießen. Fuck yeah, America! Ja, und das ist der Bauch des Schiffs, das Herz. Hier befindet sich der Kern. Meins. Don ist unser Schiffsingenieur und er hat die Hauptaufsicht über unseren Energiekern hier. Und zu dem Energiekern kann Don vielleicht was erzählen. Da sind hier drüben die wichtigen Anzeigen und Bedienelemente. Die gibt's auch noch mal auf der Brücke, aber natürlich fehlen ein paar Elemente. Können wir vielleicht auch gleich noch was zu sagen, was es besonders hier unten gibt, noch im Maschinenraum sozusagen. Aber erzähl mal ein bisschen was. Gut, du möchtest also, dass ich jetzt was darüber erzähle, okay. Nee, das ist ja nicht das, was ich gesagt habe. Ja, leg los. Ja gut, also ich habe im Moment die Klasse des Engineers. Es gibt halt hier verschiedene Klassen. Ja, der Wusa, der ist, glaube ich, der Scientist, also Wissenschaftler. Du bist, glaube ich, Captain, ne? Die Anzeigen, die ich hier vor mir habe, die gibt es auch auf der Brücke nochmal so. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal von, ja, ich glaube, am einfachsten ist rechts anzufangen. Wir haben hier den, was ist das, AUX Reactor Config. Das sind so einzelne Elemente, die man abschalten oder halt anmachen kann. So wichtige Sachen wie Atrium Healing, das ist so eine Heilungskapsel, falls man irgendwann mal verletzt wird. Dann Oxygen Generation, das ist ja unser Sauerstoff, das sieht man direkt, welchen ausmach oben links in der Anzeige. Dann geht er direkt schnell runter. Das ist nicht ganz so schön. Climate ist im Moment noch nicht eingebaut, leider. Spotlights sind unsere Headlights vorne am Schiff. Ja, damit kann man also Sachen tatsächlich anleuchten. Das Fernlicht. Mhm. Das Aim Assist, das ist für die Raketensteuerung. Das heißt, wenn das aus ist, dann können die Raketen, glaube ich, nicht richtig anvisieren. Ich weiß es aber auch nicht genau. Cyber Defense ist für gegen Viren. Ja, also man wird tatsächlich schon mal infiziert. Und je höher die Cyber Defense ist, umso langsamer geht es wahrscheinlich. Terror Lights, ja, das kann man hier, glaube ich, schön sehen, wenn ihr euch da hinten in die Ecke dreht, wenn es außen angeht. Ja. Und das Missile Lock-On, das ist auch noch irgendwas, was ich nicht genau weiß, weil das ist, ja, kommt bei mir so ein bisschen gleich mit Aim Assist. Deswegen kann ich es auch nicht genau einordnen. So, der zweite Bildschirm daneben, das ist der Kern und der Output selber. Oben haben wir die Kerntemperatur, na, ein schöner Balken, der von links sich nach rechts auffüllt. Und je heißer der Kern wird, umso schlechter ist es halt. Und direkt darunter haben wir die fünf Balken, die die Energiesteuerung anzeigen. Ich kann das hier schön ändern, kann halt den einzelnen Systemen ja die Energie halt zuteilen, wie sie es gerade haben müssen oder je nachdem, wie sie es halt abgezogen haben müssen, weil der Kern wird sehr schnell heiß. Und ein heißer Kern ist meistens schlecht, weil dann geht das Schiff einfach aus. Und das ist ja auch nicht ganz so prall im Kampf. So, links daneben gibt es dann auch noch Coolant, ja, tatsächlich, um den Kern zu kühlen. Also Kühlwasser sozusagen, auf gut Deutsch. Genau. Kühlmittel. Kühlwasser. Low, also off ist natürlich aus. Low läuft halt ziemlich langsam rein und auf high, da kann man schon zugucken, wie es leer wird. Das ist auch etwas, was man auch ständig nachkaufen muss.
Direkt darunter sind die Fuel Capsules, also unser Sprit. Das wird immer von Sektor zu Sektor gerechnet. Also wir haben im Moment 15. Das heißt, wir können 15 mal springen, bevor wir alle sind. Und falls wir dann tatsächlich irgendwann mal alle sind, dann gibt es nur noch das Distress-Signal. Ja, das hilft uns dann eventuell weiter. Dann kommen uns Schiffe zu Hilfe und denen können wir dann Sprit abkaufen. Musst du aber bisher noch nie machen. Das ist ganz okay, aber... Ich habe es mal allein getestet. Meistens tauchen dann nicht gerade die Schiffe auf, die man unbedingt haben will. Das war zu erwarten. Ja, was war hier Load Fuel? Damit konnte man das Ding hier mit einer Fuel-Kapsel bestücken. Ne? Was hatte das nochmal für einen Zweck? Das fällt dann eher so in den Bereich von WUSA. Der WUSA, der kann die Viren steuern. Die Viren, die werden auch pro Sprung aufgeladen, aber nicht alle. Und wenn wir zum Beispiel, ich sehe jetzt mal, wenn ich hier auf Load Fuel klicke, ja. Dann ist da jetzt eine Kapsel drin. Ja. Die kann ich jetzt speziell durchladen. Das wird dann einmal verbraucht und dann laden sich die Viren von WUSA speziell wieder auf. Das kann man allerdings nicht steuern. Also man kann nicht sagen, welcher Virus jetzt aufgeladen wird oder welcher nicht. Das ist dann rein zufällig. Das mache ich jetzt aber mal nicht, weil wir brauchen es einfach noch nicht. So, ich bin auch noch nicht fertig. Hier haben wir den Cross-Safety-Toggle. Ja. Der sagt im Grunde nur, dass wenn der an ist, so wie er jetzt ist, dann schaltet sich das Schiff automatisch aus, wenn der Kerl zu heiß wird, nur für ein paar Sekunden, also das Schiff ist nicht komplett aus, dann kühlt er sich kurz ab und dann geht es wieder an. Wenn der allerdings aus ist, so jetzt, dann kann der Kern überhitzen und kann dann auch eine Kernschmelze verursachen, was dann nicht ganz so prall ist. Dann hat man noch maximal 30 Sekunden, um das Ding abzuwerfen und sich in Sicherheit zu bringen. Okay. Auch sehr schön. Dann haben wir hier noch die drei Hebelchen. Ja, ich glaube, wenn ich den jetzt den ersten drücke, dann sieht man direkt, was es macht. Aus. So. Akku leer. Aus. Das Schiff sieht's aus. Das ist durchaus schon mal nützlich, wenn man mit einem Virus infiziert ist, der ziemlich hartnäckig ist und sehr lange geht. Weil, wenn man das Schiff ausmacht, dann ist der Virus erstmal geplättet. Und ist dann auch nicht mehr aktiv. Ja, das Schiff wird nach und nach dann wieder hochgefahren, so wie du es jetzt gerade machst. Erste Hebel, dann das Ship Operation System laden, dann der zweite Hebel. Dann, das ist denn das, den Warp Core laden und dann den dritten Hebel, das sind dann die Schilde. Jawohl. Und das ist dann mein Bereich. Wie man jetzt sieht, sind die ganzen Anzeigen auch noch aus. Die müssen dann einzeln wieder angeschaltet werden. Und das war, glaube ich, dann mein Bereich. Richtig, ich glaube über WUSAs Bereich als unser wissenschaftlicher Offizier, da sprechen wir gleich noch. Wir gucken uns vielleicht nochmal kurz die Waffensysteme an, beziehungsweise hier diesen Übersichtsbildschirm. Das sind unsere unterschiedlichen Systeme und deren Zustand. Hier haben wir unsere Schilde, da unsere Hülle, wenn die Hülle auf Null fällt, dann detonieren wir fröhlich. Unser Reaktor ist okay, unser, was ist denn QT-Schild? Das ist das Quantum-Schild, also jedes Schiff hat sozusagen zwei Schilde. Das normale Schild, das siehst du ja oben in der blauen Anzeige, 370. Und es gibt noch das Quantum-Schild. Das Quantum-Schild fällt aus, wenn unser normales Schiff unter 75% fällt. Und das verhindert im Grunde, dass wir geentert werden. Okay, und O2 Delta sagt einfach nur, die positive Zahl besagt, wir produzieren gerade mehr Sauerstoff, als wir verbrauchen. Und hier... Ich glaube, die Systeme links ist was? Ist, Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Irgendwas. Also das mit dem Blatt ist auf jeden Fall Lebenserhaltungssystem, also unsere Sauerstoffproduktion. Rechts ist das Science Lab. Hier haben wir die Waffen und ganz links vielleicht Steuerelemente, ich weiß es nicht, oder Energie. Könnte auch mein Bereich sein. Ja, irgendwie sowas. Ja, und die können anfangen zu brennen, wenn wir getroffen werden. Und die kann man dann auch löschen. Ja, und ja, WUSA, genau. WUSA hat sich schon mal sein Exosuit angezogen. Ja, man kann tatsächlich auch auf Planeten und die erforschen. Und da ist so ein Exosuit in sehr unfreundlichen Umgebungen manchmal sehr hilfreich. Ja, nichtsdestotrotz gehen wir, glaube ich, mal kurz an die Waffensysteme. Also ich glaube, irgendwo ist auch der Main-Turret, oder? Das ist, glaube ich, hier. Das ist der, wo du gerade vorstehst, ja. Ja, den kann ich noch nicht bedienen, weil ich das entsprechende Talent nicht habe. Hat auch keiner von uns im Moment gerade. Und man kann aber auch kleinere Türme hier benutzen. Da kann auch jeder ran. Und dann kann man dann hier fröhlich rumschießen. Verbraucht natürlich auch Energie. Und der Verbrauch geht auch hoch, wenn wir die benutzen. Das heißt, Energiemanagement ist im Kampf gar nicht so unerheblich. Ja, wird lustig für Don, weil der darf dann das managen, während er am Turm sitzt. Aber gut, kriegt er schon hin. Genau.
Deswegen haben wir auch ein kleineres Schiff, müssen wir mal sagen. Es gibt noch viel größere Schiffe, aber dadurch, dass wir zu dritt sind und wir wahrscheinlich zwischen Positionen hin und her sprinten müssen, macht das Sinn, wenn das alles etwas kompakter ist. Ja, würde ich sagen, wir gehen auf die Brücke, dann suchen wir uns mal ein System, wo wir hinspringen, setzen uns ein Ziel und während wir springen, können wir vielleicht nochmal Wusas Konsole behandeln. Genau. Falls sich einer wundert, warum hier überall Kürbisse rumstehen, ja, das Spiel hat wohl irgendwann mal ein Halloween-Update bekommen. Dann nie wieder. Und seitdem stehen hier überall Kürbisse. Ich hoffe, die kommen irgendwann nochmal weg. So, okay, das hier ist übrigens die Pilotenkonsole, die werde ich bedienen. Und ja, dann werde ich mir jetzt erstmal auf der Sternenkarte einen Planeten aussuchen. Das Coole ist, alle Systeme bzw. jede Galaxie ist zufallsgeneriert und wenn wir sterben, dann ist das quasi Permadeath, es sei denn, wir laden den Spielstand nochmal, was aber im Iron Man Mode zum Beispiel nicht mehr geht. Ja, und wenn wir sterben, dann ist quasi diese Galaxie verloren und wir müssen ein neues Spiel beginnen mit einer neuen Galaxie, die neu generiert wird, zufällig so. Und jetzt schauen wir mal, dass wir uns eventuell, ich weiß nicht, ob wir uns zu so einer Station bewegen erstmal und da eine Mission annehmen oder was meinst denn du dann? Oder Wusa? Oder wollen wir erstmal einen Planeten erforschen und vielleicht gucken, dass wir ein bisschen was an Loot einsammeln? Wir hatten zum Beispiel hier einen in der Nähe, ich glaube, der ist ja 2 Sprünge entfernt und wir kommen an der, nee, nicht ganz. Ein System quasi leer und dann eins, das nächste ist schon der Planet. Auf zu unerforschten Welten. Auf zu unerforschten Welten. Gut, dann machen wir das. Dann werden wir dorthin springen. Ja. Ich glaube, ich richte das Schiff jetzt erstmal aus. Und dann werden wir unseren Warp vorbereiten. Und dann können wir den Sprung starten. So. Genau, ich muss tatsächlich auch den Warp-Kern laden. Das mache ich jetzt mal. Okay. Gib mir natürlich auch direkt erstmal ein bisschen Energie. So. Ich kriege jetzt hier gerade angezeigt, worauf ich mich ausrichten muss als Pilot. Damit wir dann entsprechend springen können. Ja, das ist eben dieser Planet hier. Ich kann theoretisch auch mich auf irgendwas ausrichten. Also ihr seht hier die Zahlen, das sind die unterschiedlichen Sektoren. Ich kann mich auf jeden Sektor ausrichten hier und quasi den Sprung beginnen. Aber der markiert ist, ist natürlich der, den ich jetzt auf der Karte auch markiert habe. So, und jetzt sind wir ausgerichtet. Ja, der Kern lädt noch. Es dauert noch 10 Sekunden ungefähr. Okay. Jetzt ist er fertig. Du bist jetzt auf 548 ausgerichtet, das sehe ich. Jawohl, 548 und Sprung. Aye, Captain. Jawohl. So, und jetzt beginnen wir den Sprung. Und während wir springen, das dauert jetzt ungefähr, wie lange? Ah, eineinhalb Minuten. Anderthalb Minuten haben wir Zeit. Also wir könnten das theoretisch auch überspringen, das ist möglich, der Horst kann das. Aber wir erklären jetzt vielleicht nochmal Wusas Konsole. Dann hat er das auch mal gehört, er macht das nämlich zum ersten Mal hier, die Position des Wissenschaftsoffiziers. Aye. Genau, Wusa, ich erkläre dir dann jetzt mal, worum es geht. Du hast hier, links hast du deinen Bildschirm für die Viren. Da steht dann drin, ob wir infiziert werden oder ob wir selber Viren platziert haben. Das steht dann immer schön untereinander. Mhm. Und du hast rechts die Versuche. Also die sind nicht direkt drin, sondern es dauert meistens immer ein bisschen. Hast du dann deine Übersicht. So, der zweite Bildschirm ist im Moment auf Status geschaltet. Das sieht auch immer nur der Spieler, der das gerade so bedient. Also wenn du jetzt auf Search oder so klickst, dann sehe ich das nicht. Sondern ich sehe jetzt halt nur den Status. Du hast die Signaturen oben. Ja, es gibt 4 verschiedene Signaturen. EM ist, ja, elektromagnetisch, gehe ich von aus. Das ist so das prägnanteste, was man hier erscannen kann. Und im Moment steht es auf 5,4. Und wir können 5,4, ja, wie soll ich es erklären, das können wir erscannen, ja. Das kann man auch noch erhöhen. Und QT und RA und LF, das sind dann so andere Sachen. LF steht auf jeden Fall für Lifeforms, das weiß ich. Darunter hast du deine Cyber Defense. Das ist ganz gut, weil wir eh das Stealth-Schiff haben. 1,2 ist schon relativ hoch. Und darunter hast du deine Schildfrequenz. So wie es eigentlich im Grunde schon dasteht, steht es auf Modulate im Moment. Das ist dann, ja, steht ja da, hast du 16% mehr. Oh. Oh, wir werden gleich angegriffen. Wir setzen die Nachhilfestunde gleich fort, ha? Genau. Du hast jetzt hier rechts hast du deine Small Security Drone, da kannst du jetzt mal draufklicken. Und dann steht da auch, ob die uns schon gesehen hat oder nicht. Oh, Don, lade vielleicht schon mal den Warp. Hat uns noch nicht gefunden. Gut. Dann lade ich schon mal den Warp auf. Das kann sein, dass sie uns jetzt entdeckt. Wir sind ausgerichtet.
Siehst du, jetzt hat sie uns nämlich gesehen. Oh shit. 3,6 Kilometer. Oh, die Waffen sind aktiviert, die schießt da rum. Oh je. Ich gehe an den an den Turm. Keine Viren auf uns geschossen. Schießt die auf uns? Die Waffen sind hochgefahren. Okay. Oh shit. Aus dem Schussfeld geflogen. Ich sollte mich vielleicht an den Pilotensitz setzen. Oder wie lange braucht der Warp noch? Ich flieg mal eben. Ich flieg mal eben. Oh scheiße. Der Warp lädt noch. Ich flieg jetzt im Moment erstmal nur geradeaus. Okay. Soll ich schießen gehen? Oder irgendeiner muss schießen. Ja, geh mal schießen, Fusa. Oh. Sind wir noch ausgerichtet? Ja, wir sind auch ausgerichtet. Und Sprung. Jo. Ach so, okay. Ja, gut. Wir sind gerade geflohen. Ja, wir hätten auch kämpfen können, glaube ich, aber ich glaube, wir setzen erstmal die Nachhilfestunde fort. Ich habe noch mal eine Zwischenfrage, Don. Du hast es eben so schön erklärt. Hier, das sind die Signaturen, die wir scannen können. Ist das richtig? Genau. Ah, okay. Die, alles, was unter 5,4 ist, können wir nicht mehr scannen. Oder fällt uns nicht auf? Ja, das, also wie sich das genau berechnet, das weiß ich nicht. Weil, und was hat das damit zu tun, wenn ich hier auf Static stelle? Dann genau, das sind die Schildfrequenzen. Im Moment hast du es jetzt auf Static, ich stelle es mal wieder auf Modulate. Ja. Da steht genau drunter, also Modulate ist gegen Energie. Mhm. Also was weiß ich, Beamlasers oder was die halt haben können. Und Static, ah, das erhöht auch unsere Signatur, wie wir es scannen können, gibt uns aber auch physischen Schaden, also dass wir dagegen mehr gewappnet sind, das siehst du dann. Plus 16% Physical Damage und plus 40% Signature. Okay. Und bei Modulate ist genau anders. Also plus 16% gegen Energie und wir haben jetzt minus 40% Detection. Okay. Und wir. Das heißt, der Wusa muss im Grunde, ja, muss der eruieren, ob wir jetzt mit irgendwas beschossen werden, was uns mehr physischen Schaden macht oder ist ja, mehr Energieschaden. Das darf er dann selber rausfinden. Okay, und der rechte Bildschirm, nochmal kurz die Einleitung dafür. Das sind unsere emittierten Signaturen, das steht da. Im Moment sind wir auf 0,6, das ist das, was wir abgeben. Lifeform steht logischerweise auf 3, weil wir sind ja auch 3 Leute im Moment. Und die mittleren beiden stehen auf 0. Bei mir steht hier 1,5 links. Ja, EM 1,5. Unsere Schilder und Energiesignatur. Okay, im Moment steht es bei mir auf 0,6, aber. Ja, es ist nicht immer ganz synchron, der Bildschirm, leider. Das lässt sich durch Wusa-Skills beeinflussen. Also wenn er die Skills ganz hoch hat, dann lässt sich unsere Signatur komplett auf 0,0 runterfahren. 8 Sekunden. Das heißt, wir werden auch gar nicht mehr gesehen, wenn wir gar nichts machen. Das Problem okay. ist, alles, was wir machen, ob es Steuern ist, ob es den Warpcan laden ist, es erhöht alles unsere Signatur. Oh, und wir haben ein neues Level. Warum laden unsere Schilder nicht? Ach doch, die laden nur nicht im Warp, okay. Die laden nur nicht im Warp, genau. Uff. So, der Wusa kriegt jetzt nochmal eine Einführung auf seine Programme. Ja, noch eine kurze Frage. Also 5,4 heißt, wir können nichts scannen, was unter 5,4 abstrahlt, oder was? Ja, das ist ja genau das, was ich sagte. Ich weiß es nicht genau. Ach so, du weißt es nicht genau, okay. Weil wenn wir jetzt unser Schild umstellen, dann verschlechtert sich das ja quasi. Nee, dann erhöht sich das sogar. Auf 9. Ja, klar, aber. Das ist besser geworden. Das ist. Okay. Ja, dann verstehe ich diesen Wert nicht ganz. Vielleicht ist auch die Stärke, wie stark wir scannen können, weil wenn du die Schilde statisch hast, änderst du ja die Frequenz nicht und kannst also besser durchgehen. Ja. Das Problem ist, wenn wir auf Static stellen, haben wir auch einen höheren Output. Das heißt, wir können auch schneller gefunden werden. Der User, der könnte jetzt zum Beispiel mal auf Static stellen, wir haben jetzt eh nichts im System, was uns angreift, dann steht es auf 9,0 und dann könnte der mal einen Active Scan machen. Im rechten Bildschirm. Dann siehst du nämlich, wie die M-Signatur hochgeht. Ich weiß nicht, wir sehen das jetzt wahrscheinlich nicht. Ich scanne. Jetzt, wo du gescannt hast, müsstest du hier in dem zweiten Bildschirm EM irgendwas mehr haben. So, 11 Lebensformen, 11 Nicht-Humanoide auf dem Planeten. Hm. Genau, der User hat direkt den Planeten gescannt. Ich meinte jetzt hier den Active Scan, da drunter, da hast du nämlich noch so einen Schalter. Mach den mal. Siehst du jetzt? 6, jetzt 5, ist unser EM auf 90,0. Das ist schon sehr hoch. Ja, aber das ist das, was wir abstrahlen, oder? Also rechts. Nee, wir sind jetzt im linken. Ja, aber rechts ist das, was wir abstrahlen und das hier ist, ja, weiß keiner so genau. Doch, ich weiß, ich kann das ja genau sagen. Wenn jetzt, Wusa macht nochmal den Active Scan. Ja, aber hier geht er auch hoch. Also rechts. Ja, genau, wir haben einen höheren Output und wir können jetzt auch mehr scannen. Siehst du, jetzt sind wir kurz auf 90. Ah, ja, doch, jetzt habe ich es verstanden, okay.
Sensorstärke. Das heißt, wenn jetzt ein Schiff sehr weit entfernt ist oder so, dann würden wir das jetzt wahrscheinlich sogar noch besser sehen oder so. Sehr gut, okay. Das heißt, ich war mal wieder schwer vom Begriff, aber immerhin hast du es jetzt doppelt und dreifach erklärt. Alle Zuschauer sind eingeschlafen. Sehr gut. Wir haben unseren ersten Kampf überlebt. Wir sind sogar ein Level aufgestiegen. Ich würde sagen, wir skillen jetzt nochmal. Wobei, das müssten wir dann sowieso, wenn wir den Server... Egal, nee. Passt schon. Ich glaube, ich mache mal hier Scavenger rein, dass wir mehr Geld kriegen, wenn wir irgendwie plündern. Und Wusa, du kannst, glaube ich, auch unseren Stealth-Level erhöhen. Mit einem Skill. Genau, du kannst, glaube ich, zwei Punkte erhöhen, was in unserer... Skip Signature Level 15. Genau. Das heißt, wenn du das voll ausgeskillt hast, dann sind wir auf 0,0. Dann sieht uns wirklich keiner, auch wenn wir direkt davor sind. Don, du könntest mal theoretisch dir den Skill geben für den Hauptturm. Ja, das macht durchaus Sinn. Ja, und dann würde ich sagen, im nächsten Part, wenn wir uns mal den Planeten angucken, schauen, ob wir da irgendwas Wertvolles finden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir den Planeten mitdrehen. Ich sage auf Wiedersehen, meine Crew auch und bis denne. Ciao, ciao. Ciao.